Hi, hallo meine Lieben. Ich wollte einfach mal mich mal wieder ein kleines bisschen melden. Ich nehme das Mikrofon dicht daran. Ich wollte einfach mal mit euch ein bisschen quatschen über den aktuellen Stand, wie es hier so aussieht, was aktuell Phase ist. Ich habe überlegt, einen Post zu machen. Also ich habe überlegt, auf Discord was zu posten. Ich habe überlegt, einen Community-Post zu machen. Da habe ich mir gedacht, nee, das war noch nie mein Stil, das war noch nie mein Ding. Ich war immer schon der Kanal, der auch einfach mal ein Talk-Video raushaut, der auch einfach mal mit euch ganz lose über gewisse Dinge spricht und euch auch immer einbezieht ins Boot und euch abholt. Gerade auch die, die mich supporten, die sich jetzt vielleicht gerade fragen, ah, wo bleiben denn jetzt so die Videos, die ich mir wünsche und die angekündigt wurden. Und deshalb wollte ich einfach mal hier euch einen kleinen Stand geben, wie es denn aktuell so aussieht. Es ist alles schwieriger als gedacht, aber das klingt jetzt auch weinerlicher, als es eigentlich gemeint ist. Im Endeffekt, ich befinde mich ja in einer sehr, sehr neuen Lebenssituation aktuell. Und ich brauche einfach noch ein kleines bisschen Zeit, um mich an diese Lebenssituation zu gewöhnen und einzuordnen und hier meinen Rhythmus zu finden. Und sowohl meine Zeit für YouTube hier zu finden, als auch die ganze Technik so wieder auf den Stand zu bringen. So, also das sind vor allem die zwei großen Punkte, die aktuell hinderlich bei dem Ganzen sind. B, die Technik, aber nicht unbedingt, weil es Probleme gibt, sondern es ist kompliziert. Kommen wir gleich zu. Und A, die Lebensumstände. Für die, die meinen Vlog-Kanal gar nicht verfolgen oder halt nur so ab und zu reingucken und sich jetzt heute denken, ach, der Tim labert mal wieder rum. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund, ich befinde mich in einem neuen Studio. Das heißt, ich befinde mich auch in einer neuen Wohnung. Wir sind umgezogen. Wir sind zum 1. Oktober umgezogen. Mein geliebtes Vibe, wie sie gerne sagt, die Coco und ich sind hier zusammengezogen. Wir sind jetzt über ein Jahr zusammen und seit einem Monat lebe ich dann jetzt quasi hier auch in einer Familie. Das heißt, wir haben zwei kleine Kinder. So, und 8 und 6 Jahre alt. Und die habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwie mal gesehen. Wir zeigen sie jetzt nicht so explizit, aber wenn sie halt mal mit in den Vlogs zu sehen sind oder mal in den Stream reinkommen, wenn halt der Papa streamt, dann ist es so. Ich will sie halt nicht die ganze Zeit wegschicken, sondern dann sind sie halt mal kurz dabei, wenn es halt gerade sich anbietet und sie ein bisschen mitspielen können. Oder mal Hallo sagen, alles cool. Ne? Von daher habt ihr sie vielleicht schon mal gesehen. Und Coco habt ihr ja auch öfter mal bestimmt schon in Highlight-Streams gesehen. Und also Highlight-Videos oder halt vielleicht in den Streams oder auf Instagram. Und das ist natürlich für mich eine komplett neue Lebenssituation. Ich habe mein Leben lang immer alleine gelebt. Abgesehen von den paar Wochen, die ich dann mal mit jemandem zusammengelebt habe in der WG. Oder dann halt mit Manon, wo wir in Kiel damals, wo wir ja aber mehr oder weniger nur als Freunde in der WG zusammengelebt haben, weil wir nie großartig in eine ernsthafte Beziehung gerutscht sind. So, Coco ist tatsächlich die erste Frau, die ich halt wirklich von Herzen liebe und mit der ich mein Leben verbringen möchte und wo ich das erste Mal auch in einer richtigen Beziehung bin und natürlich dann dementsprechend auch als in Familie. Und natürlich, dadurch, dass ich auch im Homeoffice bin und sie halt Vollzeit arbeiten geht, habe ich halt natürlich auch oft dann die Verantwortung für die Kinder. Und das ist wunderschön. Es ist ein wunderschönes Gefühl, was sich sehr natürlich anfühlt, was sehr, sehr viel Spaß macht. Kimba ist halt auch da. Und viele von den Dingen überziehe ich halt noch so ein bisschen. So, ich bin da noch sehr, sehr neu dabei. Das heißt, es dauert bei mir alles noch so ein bisschen. Ich brauche sehr lange, um zu kochen. Ich brauche sehr lange, um Dinge zu machen. Ach, viele so Kleinigkeiten. Kinderbaden. Heute waren zum Beispiel die Kinderbaden und wahrscheinlich hätte man das viel effizienter gestalten können. Aber durch all das geht mir halt einfach so ein bisschen Zeit durch die Lappen, die man wahrscheinlich irgendwann mal einsparen kann, wenn man cleverer, routinierter dabei ist, als ich es gerade noch bin. Ich will halt aktuell gerade alles überkorrekt richtig machen. Ich will keine Fehler machen. Und möchte natürlich aber auch, und das möchte ich nicht unbedingt abstellen, mir halt aber auch Zeit für die Kinder nehmen. Und nicht halt die ganze Zeit, weil ich sage, nein, so, ich hole sie zum Beispiel von der Schule ab und Coco ist noch auf der Arbeit. Und dann sage ich so, Kinder, geht mal Fernsehen gucken, Papa muss jetzt arbeiten. Das ist halt irgendwie, das ist doof. Ich versuche halt mehr meine Arbeit auf den Vormittag zu schieben. Und da bin ich noch super ineffizient, weil ich da dann eher so in dem Modus bin, Dinge erledigen. Und deshalb bin ich im Moment, das ist natürlich der auch noch ein großer Faktor. Natürlich, wenn man umzieht in ein Haus aus zwei Haushalten, dann ist halt auch immer noch viel zu erledigen. Und ich finde halt immer irgendwas zu erledigen. Ob ich natürlich Haushalt mache, ob ich dann aber eine neue Folie an die Türen anbringe, Sichtschutzfolie, ob ich ein kleines Eckregal zusammenbaue, das wir bestellt haben, ob ich nochmal in die Kinderzimmer gehe mit den Kindern, was natürlich wichtig ist, und da nochmal so umbaue, wie die Kinder das haben wollen, einen Teppich hinlege, den Varian haben möchte, oder. So, und wir haben noch zwei Lampen dran, die wir noch anbringen müssen. Flurlampe und eine zweite Küchenlampe. Keine wichtigen Lampen, aber das sind halt so Dinge, die ich noch finde,
die man halt noch machen kann. Und da bin ich eher im Modus vormittags und ich muss da halt noch meinen Raum finden, um hiermit Zeit zu verbringen. Gleichermaßen fehlt mir persönlich noch ein bisschen die Ruhe, Arbeit zu erledigen, während die Kinder da sind, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss aufpassen. Ich muss da mehr laufen lassen. Ich muss mehr darauf vertrauen, dass die Kinder auch schon mal alleine klarkommen und dass ich mich, weil es ist halt mein Job, es ist meine Arbeit. Und ich habe selber manchmal noch so ein bisschen das schlechte Gewissen, einfach nach oben zu gehen und zu arbeiten, während die Kinder unten sind, weil ich denke, ich lasse sie jetzt alleine. Aber gleichermaßen, was soll ich denn machen? Es wäre ja auch nicht geholfen, wenn wir sie in eine Kindertagesstätte geben, dann sind sie weg. So sind sie halt wenigstens da. Und ich habe jetzt in die Tasche gegriffen und habe eine Couch bestellt für da hinten, eine schöne kleine Couch, damit Coco bei mir sein kann, damit halt aber auch die Kinder da hinten, hinter dem Regal, das ich euch gleich zeige, eine kleine Ecke haben. Ich mache schon mal hier an, um eventuell bei mir sein zu können, um da hinten malen, zeichnen zu können, basteln zu können, während sie halt hier sind, während ich dann arbeite. Und ja, wenn dann die Kinder auch so langsam verstehen, dass wenn ich hier bin, dass ich halt arbeite, das ist auch interessant. Es ist sehr schwer, den Kindern zu vermitteln, dass wenn ich hier oben am PC bin, und teilweise sehen sie ja Videospiele, teilweise nehme ich Gameplay auf, teilweise solche Sachen, dass die Kinder dann auch verstehen, okay, das ist jetzt Arbeit, die er da gerade macht. Und das ist kein, jetzt ist nicht Spielzeit, weil sie sehen mich halt Videospiele spielen. Natürlich denken sie, oh, jetzt ist hier Tobezeit, weil Videospiele. Und das muss ich halt vermitteln können. Ne? Alles spannend, alles super schön und es ist ein wunderschönes Leben. Nur wie gesagt, ich muss noch meine Zeit finden, in der ich aktiv und produktiv Zeit habe für YouTube. Aktuell nehme ich mir dafür zu wenig Zeit und das muss sich ändern. Das wird sich ändern. Streams habe ich meine Zeit gefunden, aber auch da geht noch ein bisschen mehr. Aber darin hapert es halt einfach im Moment, dass ich zu wenig Zeit mir persönlich nehme, um an YouTube zu arbeiten. Es ist deutlich zu wenig und es tut mir ein bisschen leid. Da möchte ich mich entschuldigen. Gerade die es gewohnt sind, regelmäßig coolen Content zu gucken. Damit meine ich nicht die Twitch-Highlights. Damit meine ich keine Videos, die aus den Streams geschnitten sind, sondern von mir produzierten Content, wie zum Beispiel das Legend-Video. Ein cooler Nostalgie-Alarm, den nicht viele geguckt haben, aber wahrscheinlich so der Kern, der hat sich gefreut, so ein Video wie früher. Oder jetzt zum Beispiel aktuell hätte ich halt gerne den Sketch gemacht, die Vorschau für den November. Und das Video wird kommen. Wahrscheinlich aber ein bisschen später, denn da ist halt noch der zweite Punkt, Technik. Aber ja, ich fummel mich ein und ich schaff's mehr und mehr. Dann kam natürlich noch dazu, dass wir viel zu spät Internet hatten, das hatte ich euch schon erzählt. Dadurch war ich sehr gehandicapt. Und so langsam lichten sich halt aber auch die ganzen Dinge, die wir am Haus erledigen müssen. Und jetzt finde ich halt auch so langsam Zeit, hier meine Bude einzurichten. Ich habe hier viel vor, sehr viel vor. Ich zeige euch Projekt 1. Okay, das war gut. Eiskalt-Werbung. Projekt 1 ist dieses Retro-Regal. Dieses Retro-Regal, da habe ich noch sehr, sehr viel mit vor. Ich habe jetzt, erstmal hat es irre lang gedauert, überhaupt die ganzen Konsolen zu finden und die ganzen Kabel dazu. Dieses Regal soll alle Konsolen irgendwann beinhalten und das soll dann auch im Stream zu sehen sein und in der Hintergrunddeko, je nachdem von wo aus ich drehe. Das ist halt das zweite Ding. Ich bin gerade dabei, eine zweite Kameraperspektive einzurichten. Das hier ist gerade so ein bisschen schräg von der Wand. Die andere Kameraperspektive, die wird hier stehen. Warte. Dieses Retro-Regal, wie gesagt, da sollen alle Retro-Konsolen angeschlossen werden. Sie sollen spiel- und streamtauglich werden. Dafür brauche ich noch ein paar Splitter. Die Stromkabel liegen alle, die Adapter sitzen alle und alle Signalkabel sitzen. Ich muss das nur noch alles verbinden und nochmal alles zusammentragen. Ich bin, wie gesagt, dabei, meine Sammlung hier zusammenzutragen. Ab jetzt kann Energie in diesen Raum fließen und in YouTube. So, die andere Kameraperspektive, wie gesagt, die soll dann, Moment, ich fahre mal so ganz rum. Die soll genau hier sein vor dem Monitor. So, dass die ein bisschen gerader sitzt. Und ihr seht schon, da hinten seht ihr schon Regale. Da haben wir sehr, sehr viel Zeit mit verbracht. Da sind schon ganz, ganz viele von meinen Super Nintendo Spielen, N64, meine OVPs. Da wird Sammlung aufgebaut. Da kann ich dann bestimmt auch mal coole kleine die Videoaufnahmen vormachen. Ich habe viele kleine Orte geschaffen, wo ich coole Videos für aufnehmen kann. Und natürlich auch den Greenscreen habe ich schon eingerichtet. Aber ja, ich möchte, wie gesagt, hier eine neue Kameraperspektive. Eine Hundecam. Und die zweite Kamera zum Beispiel hat jetzt ein paar Probleme gemacht. Ich habe dafür extra halt einen Camlink besorgt und habe dafür auch Kabel besorgt und einen Dummy-Akku. Weil wenn man eine
vollwertige Kamera, die 4K kann und alles, als Webcam nutzen will, braucht sie einen Dummy-Akku. Und der scheint nicht zu funktionieren. Das heißt, so heute habe ich sie nicht eingerichtet bekommen. Es kommt kein Strom. Jetzt muss ich gucken, wo liegt der Fehler. Und da muss ich dann natürlich Kabel bestellen und testen und funktionieren und immer warten, bis die Kabel da sind. So, jetzt wollte ich zum Beispiel, jetzt kommen wir so langsam in den Technik-Part. Es kommen immer wieder so Kleinigkeiten, die mich gerade daran hindern, Content zu erstellen. Und auch das tut mir furchtbar leid, aber das ist leider unabdinglich. Ich habe hier sehr viel neu aufgebaut. Ich habe alles anders aufgebaut. Zum Beispiel, habt ihr gesehen, steht mein PC genau vor mir oben, damit ich super an die Kabel ankomme und damit man einfach cool meinen hübschen PC da vorne jetzt sieht. Dann habe ich aber festgestellt, dass der, auch wenn er nicht besonders laut ist, dadurch, dass er jetzt da vorne steht, zu laut ist. Das heißt, man hört ihn. Ein ganz, ganz kleines, minimales Rauschen bringt dieser PC in die Aufnahmen. Das merkt man auch im Podcast. Das heißt, ich muss den wieder runterbauen, was ich aber jetzt nicht machen werde, denn der neue PC kommt auch noch. Auch da wird natürlich noch viel Gefummel kommen. Wir haben jetzt da mittlerweile auch durch euren ganzen tollen Support eigentlich so gut wie alle Teile zusammen. Es fehlt nur noch die Grafikkarte und dann, ja, dann kommt ein neuer PC. Das heißt, den jetzt hier groß abzubauen, macht jetzt erstmal eh keinen Sinn. Ja, und dann wird auch das wieder alles neu. Und glaubt mir, bei so vielen Kabeln, die man hat, die ganzen Konsolen, die ganzen Capture-Karten, die ganzen Kameras, die ganzen, es ist halt eine riesige Fummelei. Coco hat mir sehr toll dabei geholfen. Wir haben hier ein neues Regal aufgebaut. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, wie ich mein Setup einrichte, dass hier eben noch Platz ist, extra Platz. Ihr seht es hier, dass ich das hingestellt habe. Da hinten, wo die Fernseher stehen, ist auch alles ein extra Regal, damit ich möglichst viel Platz hier auf dem Schreibtisch habe, um zu arbeiten. Und ich viel flexibler bin in den Arten der Aufnahmen. Ich möchte, wie gesagt, demnächst meine YouTube-Videos mit zwei Kameraperspektiven drehen. Die und eine Kamera, die eine dann noch bessere Qualität hat, damit diese Aufnahmen noch geiler aussehen. Dann, heute hatte ich wieder das Problem, dass mein Ansteckmikrofon, das Rode SmartLav, ich habe mein Handy ist noch nicht aufgetaucht. Mein Handy ist noch in irgendeiner meiner Kartons. Ich habe ja so viele Sammlungskartons und ich habe noch nicht den gefunden mit dem Handy drinne, wo ich dann immer mein Mikrofon angesteckt habe. Weil dieses Mikrofon läuft über einen ganz normalen Audioeingang, Line-In. Und die neueren Handys haben ja alle nur dieses USB-C. So, und ein normaler Adapter funktioniert mit dem Mikrofon nicht. Jetzt haben wir heute gesehen, es gibt einen SmartLav Rode Adapter, der funktionieren soll. Der kostet 70 Euro, den mussten wir jetzt bestellen. Jetzt habe ich mein Handy zwar gefunden, aber ich wollte das schon lange eh mal ersetzen, damit ich dann eben mit zwei Eingängen mit meinem neuen Handy dann vielleicht noch besseren Sound auch in den Sketches zum Beispiel euch bieten kann. Und dann wird es auch die Sketch. Ich wollte heute den Sketch drehen, aber ich hatte keine Möglichkeit, guten Sound aufzunehmen. Und ihr merkt schon, es gibt immer wieder so Kleinigkeiten, die dazwischen kommen. Und das wird sich alles eingrooven. Das wird sich alles einstellen. Ich werde mein Leben besser in den Griff kriegen. Es wird sich alles viel organisch entwickeln. Für mich ist ein Familienleben etwas komplett Neues. Etwas Wunderschönes, aber Neues. Verantwortung haben als Vaterfigur ist für mich komplett neu. Wunderschön. Ich habe sehr viel mehr Liebe in meinem Leben aktuell, als ich es jemals hatte. Ich verspüre sehr viel mehr Liebe und ich liebe sehr viel mehr Liebe und es ist alles zu 100% positiv, aber neu. Und ich muss meinen Platz darin finden und ich muss den Platz von YouTube darin finden und ich muss in meine Routine finden, dass ich halt Top 10 für euch machen kann. Ich habe ein geiles Top 10 Video, was ich sehr, sehr witzig finde. Ich habe voll Bock drauf, das zu machen. Den Sketch wird es geben und ich habe coole Videoideen. Der Battle. Ich versuche es dieses Jahr zu schaffen. Wenn die ganze Technik steht, wenn meine Geräte funktionieren, wie sie sollen und wenn das alles passt und wenn dann auch das Wohnzimmer so eingerichtet ist, dass man da drin drehen kann, es ist schon sehr, sehr weit. Aber man will natürlich, dass alles verschwunden ist. Blödes Beispiel, wir hatten vor kurzem halt noch Kartons unten im Wohnzimmer stehen. Warum? Naja, weil Kleiderschrank gekauft wurde, weil die Kartons der großen Sammelfiguren da standen, weil Bett für die Kinder und das und das und das. Irre viele Kartons, die wir natürlich hier in unseren Pappmüll nicht bringen können, sondern Kartons, die man erstmal entsorgen muss. So, ich bin schon einmal mit Rüdiger los und aber da musste ich halt nochmal los und jetzt ist die ganze Pappe weg. Alles so Kleinigkeiten und auch da sind wir jetzt schon sehr, sehr gut dabei und unser Wohnzimmer steht jetzt schon seit einer Weile sehr, sehr schön und wohnlich. Und ja, dann kann ich halt auch im Wohnzimmer Sketche drehen und wir haben sehr, sehr viel geschafft. Ja, wir haben sehr, sehr viel geschafft und wir sind auf der Zielgerade, was die Wohnungseinrichtung angeht und dann geht's volle Pulle hier los. Ich freue mich so immens, euch nach und nach hier zeigen zu können, was sich hier entwickelt. Wir haben geile Ideen, wir haben schon coole Dinge im Einkaufswagen.
Was die Wände angeht, dass da keine weiße Wand zu sehen ist, coole Idee. Was die Tür angeht, wie gesagt, die Ecke hier, da wird noch super viel passieren, dass ihr halt meine Sammlung seht. Hier meine Retro-Konsolen, auch da werde ich noch Spiele hinstellen, da vorne an der Ecke noch. Und da haben wir super viele Ideen, damit da halt möglichst viel von meiner Sammlung zu sehen ist. Ein Teil der Sammlung landet im Wohnzimmer. Das seht ihr dann vor allem in den Vlogs und aber auch hier, denn auch im Wohnzimmer werde ich Videos drehen. Auch das freue ich mich, euch irgendwann mal zu zeigen und zu präsentieren. Auch da werden wir nach und nach immer mehr geile Sammlungen aufbauen. Also freut euch einfach drauf und danke, wenn ihr dabei bleibt. Ich weiß, im Moment ist der Video-Output nicht der geilste, aber das kommt. Das kommt wieder. Ich brauche nur noch ein bisschen gerade, um mich einzugrooven und um die Technik auf den Stand zu kriegen, mit dem ich glücklich bin und mit dem ich arbeiten kann. Alleine, weil ich halt immer noch nicht alle meine Kartons hier auspacken konnte. Wegen dieser immensen Masse an Sammlungen, die ich habe, muss ich halt erstmal nach und nach an die Kartons, weil alle meine Kartons auspacken und hier so reinfitzen, dann kommst du gar nicht mehr zurecht. Das muss nach und nach passieren. Die Sammlung muss organisch hier in diesen Schränken verschwinden, sinnvoll aufgebaut werden, damit ich an die nächsten Kartons gehe und den nächsten Schritt entdecke der Technik und der Sammlung. Und ich bin euch immens dankbar, wenn ihr mir heute zugehört habt. Ich bin euch immens dankbar, wenn ihr dabei bleibt und wenn ihr dann seht, wie es weitergeht. Und ich freue mich immens drauf. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ein bisschen Geduld und dann bin ich hoffentlich mit geilen Toplisten, geilen Sketchen, Nostalgie, Retro-Content, aber auch aktuellen Kolumnen und so weiter am Start. Ja. Gleichermaßen, gerade die jetzt bis zum Ende zugehört haben, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, welche Videos guckt ihr von mir aktuell am liebsten und welche Videos vermisst ihr aktuell, gerade jetzt, wo der Input nicht so. Wo habt ihr gemerkt, was sind die Videos, wo ihr sagt, also Tim, die Videos von dir, die vermisse ich. Vielleicht schon eine ganze Weile. Da bin ich immer neugierig drauf. Bin mal gespannt, wer zum Ende zugehört hat. Und in dem Sinne, habt euch alle ganz so lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao.